Es gibt Bauprojekte, liebe Zuschauer, vor denen bleibt man unweigerlich stehen, wenn man an denen vorbeigeht, da diese Projekte dann vielleicht durch ihre Größe, ihr Design oder durch ausgefallene Technologien auffallen. All diese drei Dinge vereint in einem großen, wilden Bauprojekt möchten wir euch heute in diesem Video vorstellen. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank aber auch an die Wandee Group und an den deutschen Architekten Mario Kleff, der uns hierher eingeladen hat, mal einen Blick hinter die Kulissen eines solchen Großprojektes zu werfen. Ja, dieser Blick bleibt ja einem normalen Menschen meistens verschlossen, aber wir bekommen heute hier einmal die Möglichkeit, uns das alles in Ruhe anzuschauen, mal eine kleine Führung zu erhalten und ich denke auch für den Zuschauer wird das recht interessant sein, mal einen Blick über die normalen Sachen hinauszuwerfen, was man sich so vorstellt, wenn man an Bauen in Thailand denkt. Vielleicht ist dem einen oder anderen Zuschauer der deutsche Architekt Mario Kleff bereits ein Begriff. Er lebt und arbeitet in Pattaya und hat einige bereits wirklich spektakuläre Bauprojekte hier umgesetzt. Dazu gehören Häuser, Villen, Kondominiums, alles auf einem Level, das kaum zu toppen ist im Punkto Design, Bauausführung und Technologie. Vielleicht hat der ein oder andere Zuschauer von euch bereits vor einem seiner Projekte gestanden, ohne es vielleicht zu wissen, da diese in der Stadt richtig verteilt sind. Diese Bauprojekte gehen meistens weit über das hinaus, was das normale, traditionelle Bauen in Thailand betrifft. Im Punkto Design, Technologie, verwendete Materialien und das führt natürlich dann zu einem Endprodukt, was für den neuen Besitzer ein absolutes Highlight sein wird. Wir befinden uns hier etwas außerhalb von Pattaya, mit dem Auto circa 10 Minuten zum Jomtien Beach und etwa 10 bis 15 Minuten bis zum Stadtzentrum von Pattaya. Was wir uns hier anschauen, ist eine sogenannte Villenanlage. Diese wird bestehen aus zwei Häusern, die eine Wohnfläche haben von circa 1600 Quadratmetern, dazu drei Villen von jeweils 700 Quadratmetern Wohnfläche und einer weiteren Villa mit circa 1000 Quadratmetern Wohnfläche. Was einem sofort ins Auge sticht, ist die freie, luftige Bauweise. Diese wird ermöglicht durch sogenannte Cellular-Beam-Träger, die Mario Kleff selbst entwickelt hat und damit seine anspruchsvollen Designs umsetzen kann. Diese Träger können eine Spannweite von 20, 30, teilweise ja bis zu 40 Metern haben und bieten damit all den Raum, den Mario so braucht, um seine Designs umzusetzen und seine spektakulären Gebäude zu errichten. Allein auf dieser Baustelle, wo wir uns heute befinden, werden von diesen Trägern 14 Stück verbaut, jeweils mit einer Länge von 30 Metern, 1,25 Meter in der Höhe und 60 cm in der Breite. All das zum Schluss ausgegossen mit einem speziellen Beton, zu dem ich euch später auch noch ein paar Informationen liefern werde. Damit hat man natürlich designtechnisch fast alle Möglichkeiten zu bauen, ausgefallene Ideen auch mal umzusetzen, die man mit der herkömmlichen Bauweise, wie man sie so kennt, vielleicht gar nicht umsetzen könnte. Ihr seht das hier, sehr viel Freifläche, die später individuell genutzt werden kann. Man braucht also keine Zwischenträger, Pfeiler, Pfosten oder irgendetwas, das später das Gesamtbild stören könnte. Wenn euch als Zuschauer mehr technische Details zu dieser Art und Weise zu bauen interessieren, habe ich euch unten in der Videobeschreibung ein paar Links reingesetzt, wo man sich dann wirklich nochmal komplett tiefer in das Thema einarbeiten kann und sicherlich viel mehr Informationen findet, als wir hier in diesem Video weitergeben können. Wir können hier natürlich ja nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, aber ich habe im Vorfeld des Videos lange Gespräche mit Mario geführt und ich bin immer noch sehr beeindruckt, was ingenieurtechnisch, architektonisch und was an Art und Weise zu bauen überhaupt möglich ist. Wenn man sich das als Laie so anschaut, denkt man natürlich eher, dass diese Träger so in einer Art Brückenkonstruktion eingesetzt werden. Aber wie ihr seht, auch im Haus- und Villenbau bestehen da viele, viele Möglichkeiten, die man hat. Und damit erschließen sich natürlich auch Dinge, die man sonst in einer traditionellen Bauweise gar nicht umsetzen könnte. Wie bereits gesagt, wenn ihr dazu tiefergehende Fragen habt, die ich mit Sicherheit nicht beantworten kann, ich habe euch unten in die Videobeschreibung einen Link zur Wandee Group reingesetzt. Dort könnt ihr euch weiter informieren und auch alle Fragen stellen. Das technische Wissen ist vorhanden und ich gehe davon aus, dass man es auch gerne teilen würde mit euch. Ja, wir schauen uns hier weiter ein bisschen um als normaler, staunender Zuschauer. Wir sehen schon, dass diese gesamte Baustelle schön weit vorangekommen ist. Ihr seht, wie die Wände hier aufgebaut werden. Ihr seht, wie sauber und ordentlich man aber auch arbeiten kann in Thailand, wenn man die entsprechenden Leute dafür hat. Die Vorbereitungen für so ein Bauprojekt sind natürlich professionell und nichts wird dem Zufall überlassen. All die Dinge, die man oft auf kleinen Baustellen, die wir ja auch persönlich kennen oder auch jeder Zuschauer vielleicht, der schon mal gebaut hat, selbst erlebt hat, all diese Dinge werden hier nicht passieren. Professionalität steht hier natürlich an erster Stelle, gepaart mit jahrelanger Erfahrung von der Planung über die Bauausführung bis hin zur Fertigstellung eines solchen Projektes. All die Materialien, die hier verbaut werden, sind absolut hochwertig und bieten dem Bauherrn dann natürlich die Möglichkeit, langlebig zu bauen, langlebig auch zu planen mit seiner Immobilie. Werfen wir hier noch einen Blick in eine weitere Villa, die sich gerade im Rohbau befindet. Man sieht hier sehr schön die Bauweise mit den überspannenden Trägern, die dann natürlich zu großen Freiflächen führen, die man später dann individuell nutzen kann, zum Beispiel für Swimmingpools, für Springbrunnen, aber auch Gärten und so weiter können hier angelegt werden. Fast alles ist möglich umzusetzen, was sich ein zukünftiger Besitzer hier vorstellt. All diese Dinge lassen sich hier natürlich wunderbar umsetzen, da es keine störenden Wände, Pfeiler oder Träger gibt, die den Blick dann auf Designelemente versperren würden, wenn das Haus fertiggestellt worden ist. Alle Arbeiten werden von der Wandee Group in Eigenregie durchgeführt. Das heißt, auch Dinge wie Kanalisation, Wasser, Strom und so weiter kommt alles aus einer Hand, so dass man sich keine Gedanken machen muss, dass man eventuell noch eine weitere Firma beauftragen müsste, die kleinere Arbeiten zum Schluss erledigt. Sicherlich stellt ihr euch jetzt die Frage, was kostet so ein Projekt? Wer wird hier wohnen? Wer gibt so etwas in Auftrag? Ja, dazu sei gesagt, es ist sicherlich weit, weit weg von dem, was man sich als so normaler Bauherr vorstellt, der sich ein kleines Haus in Thailand bauen möchte. So viel kann ich dazu sagen, dass der Eigentümer das sich individuell erstellen lässt. Über Preise spricht man in diesen Größenordnungen sicherlich nicht. Es geht aber garantiert weit über das hinaus, was ein normaler Mensch für ein kleines Einfamilienhaus hier in Thailand bezahlen würde. Allerdings möchten wir euch auch zeigen mit diesem Video, welche Möglichkeiten es hier in Thailand gibt, wenn man über das nötige Kleingeld und auch über die nötigen Freiräume für Ideen und so weiter verfügt. Diese Freiräume für Ideen brauchte man auf alle Fälle, um hier überhaupt bauen zu können. Eine der größten Herausforderungen bei diesem Bauprojekt war mit Sicherheit die Gestaltung des Untergrunds. Man kann sich gut vorstellen, dass diese Art von Baukonstruktion entsprechend stabil sein muss. Wenn man weiß, dass dieses Grundstück hier mehr oder weniger ehemals ein See gewesen ist, also sehr weicher Untergrund, sehr viel Wasser, sehr wenig tragende Flächen, dann kann man mit entsprechenden Fundamenten hier nur weiterkommen und muss diese entsprechend auch planen. Und hier seht ihr an den Bildern, welche Fundamente, welche Träger hier aufgebaut wurden, damit dieses ganze Bauprojekt absolut stabil nach unten ist und die entsprechende Grundstabilität auch gewährleistet wird. Mario hat sich hier für sogenannte nachgespannte Fundamente entschieden. Das bedeutet, dass alle Träger, die eingezogen wurden, nach dem Austrocknen des Zements noch mit Stahlseilen gespannt worden sind, sodass die Spannung, die sich in den Trägern, in den Fundamenten aufbauen, zusätzliche Kräfte aufnehmen können. Damit wird das gesamte Fundament und die Betonpfeiler extrem stabil. Betonpfeiler, die einen Durchmesser von 1 Meter haben, wurden bis zu 9 Meter in den Erdboden eingebracht und diese Betonpfeiler wurden dann extra noch einmal mit 40 mm Stahl verstärkt, um die zukünftigen Konstruktionen tragen zu können. Auf diese Betonpfeiler wurde dann eine entsprechende Bodenplatte aufgebracht. Diese hat eine Dicke von 1 Meter. Danach werden die noch nach oben geführten Pfeiler, die ebenfalls nochmal mit 35 mm Stahl verstärkt worden sind, aufgesetzt. Alles wird dann komplett miteinander verbunden, sodass man eine durchgehende, stabile Konstruktion hat. Was man hier gut in den Bildern erkennen kann, sind Aluminiumröhren. Die sind in dieser Konstruktion S-förmig verlegt. Durch diese Röhren werden später Stahlseile geführt, die man nutzt, wenn der Beton ausgehärtet ist, um die Fundamente nochmals nachspannen zu können. Man hält damit die Fundamente und auch die Träger unter einer leichten Spannung, so dass sich diese später auch nicht mehr bewegen können. Dadurch erreicht man nochmal eine höhere Festigkeit, die es dann ermöglicht, die gesamte Konstruktion in den oberen Bereichen ohne weitere Pfeiler und ähnliche Abstützungen aufbauen zu können. Wie vorhin schon einmal im Video gesagt, noch ein paar Worte zu dem hier verwendeten Zement. Wie man sich vorstellen kann, ist dies auch jetzt kein herkömmlicher Zement. In Zusammenarbeit mit der Firma CPEC hat man einen ganz speziellen Zement entwickelt, der eben diese extrem hohen Tragfähigkeiten ermöglicht. Dieser Zement ist in Thailand einmalig und wird speziell für die Wandee Group von der Firma CPEC hergestellt. Extra dafür werden aus den nördlichen Bergregionen von Thailand Sand und Steine nach Bangkok transportiert, dort verarbeitet und je nach Anforderung entsprechend für die Wandee Group gemischt und auf die Baustellen transportiert. Diese hochfesten Betonmischungen sind in der Chonburi- und Pattaya-Region einzigartig und können hier für Bauprojekte mit extremen Anforderungen eingesetzt werden. Wichtig für solche Projekte sind natürlich professionelle Mitarbeiter, die auch ganz genau wissen, welche Handgriffe zu tun sind, sich mit diesen Sachen schon auseinandergesetzt haben und wissen, dadurch, dass sie das mehrfach durchgeführt haben, genau was sie tun. Alles natürlich, um den Kunden, der so ein Projekt in Auftrag gegeben hat, absolut zufriedenzustellen. Liebe Zuschauer, das soll es für dieses Video mit einem Ausflug auf eine Villenbaustelle hier in Pattaya gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und seid ähnlich beeindruckt wie ich von den Möglichkeiten, die es hier gibt, in Thailand zu bauen. Wenn dem so ist, gerne das Video teilen mit Menschen, die sich auch für diese Themen interessieren. Wenn ihr Fragen habt, die ich eventuell noch beantworten kann, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare. Ansonsten nochmal der Hinweis auf die Links unten in der Videobeschreibung, wo ihr direkt mit der Wandee Group und mit Mario Kleff Kontakt aufnehmen könnt, wenn ihr ganz spezielle Fragen habt, die ich hier im Rahmen dieses Videos vielleicht gar nicht beantworten konnte. Dann sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten spannenden Video auf diesem Kanal.